So, jetzt gucken wir mal, ob der vielleicht die Follow-Info auch übernimmt diesmal. Wie gesagt, heute spinnt das total, das System. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe es vorhin, eigentlich hat es ganz normal funktioniert. Und dann ging es ein Bach runter. Haki! Haki! Danke dir für deinen Follow. Sehr, sehr geil. Der gute Haki. So. Jetzt gucken wir mal. Also Uran ist mittlerweile auch schon gelagert. Hier ist echt ganz schön Betrieb, ey. So. Wir machen das Ding jetzt zu. Aber wir müssen es auf jeden Fall von der Entfernung her müssen wir das jetzt maximal einschränken. Weil, wenn wir das nämlich zu groß werden lassen, dieses Gebiet, dann haben wir da ein Riesenproblem. Das heißt, wir werden das hier alles abschließen. Und nur den Essensbereich mit Wärme versorgen. Na gut, hier geht auch ein bisschen Wärme dann raus. Das werden wir dann nicht vermeiden können. So. Vorratskapsel. Labradorfleisch, aber das ist mir fast zu weit weg jetzt. Und wenn, dann müssen wir auch hier nochmal einen. Das wird jetzt schwierig, das einzurichten. Wir müssen hier quasi einen Durchgang bauen. Damit hier die Wärme nicht rausgeht. Also es muss quasi wie eine Art, wie eine Art Vorgarten sozusagen, Vorhof sein, dass wir hier die Wärme nicht so arg rausgehen lassen. Das heißt, so wie größer der Bereich ist, desto besser hilft das normalerweise. Und wenn das hier nicht zuschneit, dann haben wir es geschafft, dann funktioniert das. Nehmen wir, ihr seht, hier ist noch offen und jetzt ist zu. Da ist noch offen. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie das mit dem Geysir dann funktioniert. Wahrscheinlich werden wir dann wieder ein bisschen einschneiden müssen. Ein bisschen Platz da machen. Aber das ist jetzt kein Problem. Lieber haben wir das erstmal so und das funktioniert als anders. So, die Anbauzonen. Wir haben 56 mal Medizin, was echt gut ist. Und die ersten 5 Biere sind auch schon am Start. Bloß die dürfen... warte mal, die Biere... Die werden hier nicht eingelagert. Alles klar, John ist gerade der Bierkönig. Der muss die auf jeden Fall hier einlagern. Weil wir mit dem Bier nämlich handeln wollen. Und das Gute ist, dieses orbitale Funkfeuer funktioniert auch, wenn ein Dach drüber ist. Das habe ich rausgefunden. Aber das kommt dann halt, irgendwo hier kommen dann die Ladungen an. Da könnte man nämlich auch nochmal ein zweites Funkfeuer setzen, damit auch auf jeden Fall das immer hier irgendwo reinkommt und nicht irgendwo auf der anderen Seite vom Hügel hier ran landet. Oder hier. Gut, hier wäre es mir auch egal. Da machen wir jetzt auch mal ein bisschen ein Dach drauf, weil das ist ja auch scheiße, wenn das offen ist. Und da brauchen wir aber auf jeden Fall auch noch einen Durchgang. So, machen wir das mal so. So, Ivo pflanzt hier an. Das hat zwar alles keinen Wert im Augenblick, weil kein Licht drauf ist. Und das wird jetzt der Teil sein, der richtig hässlich wird. Da habe ich am meisten Bammel immer vor sowas. Weil wir da Energie brauchen. Und zwar meistens relativ viel auch. Und das wird jetzt eher so ein Problem werden, glaube ich. Aber wissen tun wir es erst in ein paar Sekunden. Was? Zusammenbruch? Drogen? Wolf hat sich besoffen. Der gute Wolf, Mensch. Na, hau da rein. Sehr hässliche Umgehung. Ich habe leichte Schmerzen und ich muss im Schlafzimmer teilen. Scheiße, weil ich trage auch ausgefranste Kleidung und es ist alles schlimm. So schlimm. So ist es. Was? Tiere, Heimbereich? Achso, ja. Ja, wir haben die, glaube ich, den Tierbereich. Ich möchte die. Wobei der Heimatbereich auch nicht viel größer ist, ne? Das passt schon. Also ich finde das jetzt gar nicht so schlimm. So, pass auf, jetzt machen wir hier mal die ersten Türen rein. Und dann kommen hier auch noch die ersten Temperaturgeräte. Ich hab's mir noch gedacht. So ein Scheiß. So, warte mal. So, okay.
Gucken wir mal, wo kommen die Angriffe jetzt rein. Ich wollte gerade sagen, wir brauchen doch noch ein bisschen mehr Sicherheit. Und dann habe ich das mit den Tierbereichen gelesen. War schon wieder draußen. Ihr seht schon, es gibt tausend Sachen zu tun. Ach, das sind nur ein paar Bogenschützen, die Jungs. Die machen wir doch locker. Können wir hier auf jeden Fall mal Strom draufsetzen. Kommen die schon? Ja, die wandern hier so vor. Alles halb so wild. Aha, nee. Okay, stopp. So, ihr sammelt euch mal hier bitte. Haben wir schon irgendwelche Waffen hier? Einen guten Bogen. Geil. Wolf, du auch. Gute. Ah, du bist ein Raufbold. Naja, gut, dann wird vielleicht der Stahlspeer dein Interesse wecken. Tall. Kriegst auch einen Langbogen. Schieben wir mal unsere Jungs nach vorne. Ivo ist noch am Start. Ich schaue eigentlich mit den Muffalos aus. Sind die mittlerweile trainiert? Ja. Oh nein. Weg mit dir. Wow, wow, wow. Kumpels, ihr schießt mir ein bisschen zu heftig heute. Haben die eine Reichweite, ey, mit diesem fucking Bogen? Warte mal, Stefan, du gehst zurück. Wer war der gute Arzt? Ich bin gleich wieder bei euch im Chat, liebe Freunde. Wolf war der gute Arzt. Ihr geht mal beide zurück und bringt Stefan mal bitte in Ordnung. So, jetzt müssen sie zwangsläufig vorkommen, nachdem sie unsere Verteidigung zerlegt haben. Und dann kommen sie in unseren Wirkungsbereich. Stopp. Muffalos. Tiergebiet, bitte. Komm schon! Nein, Muffalo! Ach, du hast keinen... Warte mal, wo ist das Tiergebiet? Das ist doch da oben. Hau ab, Mensch. Na also. Muffalo! Ja, Stefan, dir geht's eigentlich ganz schnufte. Wir müssen noch mal ein bisschen kurz... Alter! Muffalo! Ivo, zurück mit dir. Warte mal, wir ziehen uns komplett zurück. Nach vorne mit euch. Wir müssen die ein bisschen ranlocken, sonst wird das hier nichts. Ihr Herrchen verteidigen sie, okay. Ist John.
Okay, euch beide brauche ich mal kurz hier vorne, weil ihr seid nämlich noch fit. Schwierig. Stefan, wie schaut es bei dir aus? Du bist behandelt, ne? Ich brauche dich vorne. Ihr steht mir viel zu nah aneinander. Okay, Nahkampf. Dann haut der andere wahrscheinlich ab. Genau. Bäm! Krasses Pferd, ey. Boah, Freunde! Sauber! Ivo, rein da! 47. Dir geht's gut und dir geht's auch gut. Das heißt, Ivo ist der Einzige, der noch ein bisschen Schmerzen hat. Stefan, bei dir schaut's gut aus. Ja, du hast nur einen leichten Stoß bekommen am Oberkörper. Halb so wild. Ein bisschen getroffen. Ah, tut ein bisschen weh, aber haut schon hin. Haut schon hin. Der Fuß ist auch da. Hallo. Super nice, Freunde. Wir machen den nächsten. Wir hauen den nächsten raus. Jetzt zur Auswahl steht der gute Ivo. Also er wird vermutlich überleben. Er hat ein paar Schnitte abbekommen. Der ist kampferprobt, ja. Sehr niedrige Erwartungen, ja. Fühlt sich super, ist gemütlich, hatte sozialen Kontakt auch ab und zu mal. Leichte Schmerzen. Ist unser Landwirt, ja. Also unsere Agrarfachkraft in der Kolonie. Und der steht jetzt für euch zum Gewinnen an. Natürlich, wie gerade eben auch, über eine Auktion. Und wir starten jetzt damit. Wir resetten das alles mal und öffnen das. Alles klar. Ihr könnt jetzt loslegen, wenn ihr wollt. Ausrufezeichen, Bit und dann halt die Zahl der Zwergteile, die ihr haben wollt. Ihr müsst immer um 1 überbieten, euren anderen. Ja, Sarius jetzt gerade eben schon mit 10 dabei. Das heißt, auf 10 ist es gerade. Und der Bot wird euch auch immer benachrichtigen, wie gerade die Auktion steht, was gerade noch fehlt. Und in 10 Minuten hat irgendjemand den guten Ivo. Und trägt, wird seinen Namen tauschen mit ihm oder umgedreht. Ja, es geht schon wieder ordentlich los hier, Freunde. Es geht schon wieder richtig hart los. Natürlich, wie gesagt, ihr dürft nicht vergessen, die sich jetzt hochbieten, haben danach nichts mehr. Und wir haben noch genug Kolonisten. Also nicht Angst haben, oh Scheiße, das wird jetzt knapp, jetzt kriege ich keinen Kolonisten. Macht euch keinen Kopf, Freunde. Macht euch keinen Kopf. Das wird schon. So, unbegrenzt. Tiere können jetzt im Heimatbereich bleiben. Apropos Tiere im Heimatbereich. Wie steht es denn bei dir eigentlich? Ach, wurde es versorgt. Oh Gott sei Dank. Puh, ich habe schon ein bisschen Angst gehabt. Ich meine, die Zwergtaler, die wachsen ja auf Bäumen. Ja, tatsächlich sogar. Das heißt, vom Zuschauen kriegt ihr die. Und dann, irgendwann habt ihr auch so viele wie die jetzt viele haben. Ganz einfach. Das ist ja wirklich sehr easy. So, wir haben jetzt ein kleines Problemchen. Wir haben nämlich keinerlei Metalle mehr. Das ist ein bisschen aufgebraucht jetzt über die Zeit. Wir haben relativ viel gebaut damit. Habt ihr gesehen, wie Wolf da gerade zugeschlagen hat? Ach du Schande. Krasses Pferd. Was? Zwergis Bart? Was mit meinem Bart? Mein Bart muss rasiert werden. Aber ich habe die Heckenschere noch nicht gefunden. Denji ist dein erster Stream. Ja, krass. Sehr nice.
Dafür, dass ein spontaner Stream ist, sind echt viele Leute da. Bin ganz begeistert. Dankeschön euch allen fürs Kommen. Habe ich die nicht für Medizin freigegeben? Kann man das überhaupt? Geht das? Doch, das geht. Tatsächlich. Oh, das ist blöd. Warte mal, wir müssen auch das andere hier mal für Medizin freigeben. Kater. Der hat einen Kater. Was hat... Sag mal, ist der alkoholabhängig? Das ist Maffelo? Ist 11 Jahre alt und schon voll der Spritti? Wie geht's dir eigentlich? Rechtes Bein. Ja, das heilt jetzt gerade alles so durch. Langbogen hat so einen Schnitt bekommen. Aber das wird schon. Ist jetzt gleich wieder am Durchstarten. Wachstum Wolle ist hier schon ordentlich da. Auch Milch haben wir noch ein bisschen. Haben wir eigentlich schon die erste Milch hier irgendwo? Hab ich noch gar nicht bewusst wahrgenommen, ehrlich gesagt. So, gucken wir mal. So, alle sind hier wieder ins Bettchen. Gut, pass auf, dann machen wir jetzt Folgendes. Wir haben noch keinerlei... Okay, wir haben noch keinerlei weiterverarbeitendes Zeug. Wer macht denn das? Das seid doch ihr aus rohen Materialien. Der Handwerker ist der König. Dann wird Toll, wird jetzt erstmal Handwerker werden, weil ich brauche jetzt gerade ein bisschen Steinplatten und so Zeug. Tobi Schreck, grüße dich! Ach so, normale Lampen haben Wachstum bei 20%. Oh, das ist ja krass. Aber die gehen halt, 20% ist halt schon echt scheiße, ne? Wie viel kriege ich denn damit versorgt? Damit könnte ich natürlich schon ganz schön viel abdecken. Mit drei Lampen könnten wir hier ordentlich was weghauen. Aber drei Lampen sind drei Lampen. Das musst du halt auch versorgen. Und wir haben momentan zu wenig zum Versorgen, ehrlich gesagt. Wir haben zu wenig zum Versorgen. Schwierige Lage, Freunde. Ganz schwierige Lage gerade. Wir müssen eigentlich im Prinzip alles aufmachen im Sommer. Immer noch unschlüssig. Oh, ganz viel Liebe kommt gerade. Mensch. So, das erste Geschütz läuft schon wieder. Ist schon wieder am Start. Wir schalten es aber trotzdem mal aus. Okay. Was wir auf jeden Fall brauchen, weil es jetzt einfach alles zu ist, ist, wir brauchen auf jeden Fall hier drin auch Lampen. Und Strom sowieso. Weil ansonsten haben wir hier eben ein Problem. So, also, Lampe 1. Da haben wir hier eine. Dann kommt hier eine hin. Machen wir hier noch eine rein. Und hier am Eingang, damit sich keiner verletzt. So, hier kommt noch eine hin. Und dann könnten wir das eigentlich ganz gut hinbekommen haben. So, jetzt haben wir genug Lampen aufgebaut. Jetzt müssten hier gleich die Lichter überall angehen. Nur damit sich keiner verletzt und keiner hinfliegt und sowas. Ne? Also, schon Gefahrenprävention. So. Besser als gar nichts. Nicht artgerecht gehalten werden. Wieso? Die haben, schau mal her, schau mal, wie viel Platz die haben. Da, wo zwei Tiere schlafen, schlafen 2, 4, 6 Leute. Im Schlafzimmer. Also ich finde das schon gar nicht so schlecht. Also artgerecht bestimmt ein bisschen. Kleines bisschen. Wir arbeiten dran. Wir arbeiten da dran. Das wird schon. Ich hab da Hoffnung. So, warte mal. Haben wir den jetzt auf Handwerker? Toll. Toll macht gerade noch Bergarbeiten. Weil das auch auf 2 eingestellt ist. Dann stellen wir das mal auf 4 ein. So, der macht jetzt die ersten Steinchen klar. Und wo ist die frische Luft? Na hier. Da.